Pyramide Informatik GmbH ist ein seit 1996 in der Freien und Hansestadt Hamburg ansässiges Softwarehaus. In dieser Eigenschaft ist es als langjähriger IBM, Informix-Partner und Value-Added-Reseller mit einer Vielzahl von Datenbanksystemen, Betriebssystemen, Programmiersprachen und Entwicklungstools vertraut. Wenn man den geschriebenen Namen sieht, wird man feststellen können, dass in der Mitte das A und M großgeschrieben ist. Dieses A und M ist stellvertretend für die Gründer von Pyramide. A von Aspia zu meinem Nachname und M von Möller. Dirk Möller ist mein Partner. Wir beide haben die Pyramide Informatik GmbH 1996 gegründet. Und der Name Pyramide ist ein Symbol. Ich wollte nicht nur mal eine Abkürzung wie ABC GmbH haben, sondern ein Bild. Die Pyramiden, das ist ja weltbekannt, wurden gebaut mit sehr viel Know-how, viel Technik, Projektleiter und vor allem Visionen. Und in der Software ist auch dieses Ziel, was ich versuche und was wir zum größten Teil auch erreicht haben, solche Produkte herzustellen, wo man Visionäre braucht, sehr gute Projektleiter, Informatiker, Mathematiker und so weiter, sodass ein sehr gutes Produkt entstehen kann, was für den Benutzer jedoch einfach zu verstehen ist. Software ist nicht mein Leben, aber es ist ein gutes Werkzeug, um mein Leben schön zu gestalten. Als Physiker habe ich sehr viel mit Rechnern gearbeitet. Ich bin Experimentalphysiker und da muss man sehr viele Daten erfassen, sehr viele Daten auswerten, sich mit Statistiken beschäftigen und alle diese Informationen, alle diese Kenntnisse konnte ich übertragen in der Wirtschaft, wo man auch mit Daten zu tun hat, zwar einer anderen Art, aber vom Grunde aus ist das System ist das gleiche, die Vorgehensweise sind ähnlich. Und die Software, die Technologie, die wir heute haben, die geben uns diese Möglichkeiten, besser mit Informationen umzugehen, sodass wir aus Daten Informationen machen und mit diesen Informationen kann der Unternehmer bessere Entscheidungen treffen. Gerade in der IT-Branche sind 20 Jahre eine sehr lange Zeit. Es gibt vieles, was sich verändert hat und es gibt anderes, was gleich geblieben ist. Was sich verändert hat, ist die Technologie. Ich kann die Sachen in der Software, in der IT-Branche anders gestalten, besser, andere sagen auch komplizierter, umfangreicher. Ich kann viele Ziele etwas einfacher erreichen als vor 20 Jahren. Aber im Grunde genommen, die Absicht ist, ein System zu machen, Möglichkeiten zu bauen, damit die Kunden ihre Aufgaben und ihr Tagesgeschäft einfacher, besser, effizienter und vor allem professioneller gestalten können. Das ist das Ziel, was wir verfolgen und mit den neuen Methoden kann man das einfacher gestalten, viel schneller und sogar auch noch schöner. Oh, das ist natürlich eine große Herausforderung, denn es gibt ja nicht den Benutzer. Und ich kann das ja sehr gut beurteilen, wenn man sagt, der Deutsche, der Südamerikaner, der Bolivianer, ich komme aus Südamerika, aus Bolivien, aber es gibt doch einen gemeinsamen Nenner. Es ist ganz wichtig, dass wir daran denken, wie der Benutzer mit diesem Werkzeug umgehen kann und umgehen will. Das Wichtigste eigentlich ist die Überzeugung und vor allem so die Vermittlung, wie man mit dem Werkzeug umgehen kann. Die Schulung, die Einführung, das ist eigentlich das Wichtigste von einem Softwareprodukt. Dieses Projekt muss sehr professionell durchgeführt werden. Und die konstante Betreuung des Benutzers. Das System ändert sich ständig. Das ist nicht so wie auch in der Automobilindustrie sehen wir Veränderung, aber nicht in dieser Geschwindigkeit. Also wenn ich jeden Tag mal überlegen müsste, jetzt ist plötzlich ein anderer Motor oder meine Gangschaltung befindet sich woanders, weil das ergonomischer wäre, das wäre sogar ein Problem, auch wenn das eine Verbesserung ist. Und das ist, woran wir denken müssen. Das eine ist, dass wir nicht vergessen, vor dem Rechner steht immer ein Mensch, ein Benutzer und manche Sachen sollen nicht so schnell gemacht werden. Also die Gewohnheit, diese natürliche Vorgehensweise, was der Benutzer erwartet, das muss berücksichtigt werden und das ist nicht nur eine Sache der Technik. Also 80% ist eigentlich die Beziehung und wie man dieses Wissen vermittelt. Dann kommt man zum Erfolg. Also dieses CRM, den Business Manager, das ist nicht ein Produkt, was wir durch strategische Überlegungen hier in der Firma entwickelt haben.
Es war so, dass ich vor rund 30 Jahren überlegt habe, wie könnte ich meine Arbeit wesentlich vereinfachen. Ich habe gemerkt, ich mache viele Sachen immer wieder und vor allem das sind Sachen, die die Maschine besser machen kann als ich. Ich habe mich sehr beschäftigt mit Kundenbeziehungsmanagements und das hat sicherlich auch damit zu tun, weil ich als Südamerikaner gesehen habe, es ist ganz wichtig, dass ich verstehe, wie diese Gesellschaft tickt, wie die Deutschen denken, also auch sehr plakativ, aber natürlich um einige Gesetzmäßigkeiten zu entdecken und zu erkennen. Und diese Gesetzmäßigkeiten habe ich in der Software abgebildet. Das ist eine Hilfe. Also Kundenbeziehungsmanagement ist nicht ein Stück Software, aber es hilft sehr. Damit kann ich einfacher meine Kunden erreichen, die Beziehungen sehr gut dokumentieren, denn unser Kopf arbeitet viel anders als der Rechner. Und das ist eine gute Ergänzung. Wenn ich mich daran erinnern möchte, Herr Winter, wann haben wir den ersten Kontakt gehabt? Ich müsste mal schätzen, ob das vor 20 oder 25 Jahren der Fall war. In meinem Rechner kann ich Ihnen genau sagen, das war an dem Tag, an dem Freitag um 10 Uhr. Und diese Information brauche ich, um erfolgreich zu sein. Und das kann der Rechner besser als ich. Das ist eine Maschine und alles, was die Maschine erledigen kann, das soll der Rechner tun. Ich benutze die Zeit, die ich dadurch spare, damit ich Kontakt mit meinen Kunden habe und das ist Kundenbeziehungsmanagement. Also Kundenbeziehungsmanagement ist nicht eine Maschine, ist nicht eine Software, aber mit dem Werkzeug kann ich das besser erreichen. Es gibt viele Anbieter von CRM. Es gibt auch viele Anbieter von Rechnern, es gibt Anbieter von anderen Systemen. Und gerade als Techniker musste ich lernen, dass das Produkt natürlich ein wichtiger Bestandteil ist, aber nicht das Wichtigste. Das Produkt macht im wirtschaftlichen Leben etwa 20% des Erfolges aus. Die Beziehung zu den Kunden, die persönliche Beziehung, das macht 80% aus. Und das ist der große Unterschied. Als ich das gemerkt habe, selbstverständlich muss ich ein gutes Produkt haben, es muss preiswert sein, also den Preis einen Wert anbieten. Aber die persönliche Beziehung, deshalb habe ich mich jetzt auch mehr und mehr konzentriert auf Norddeutschland oder Hamburg, weil da sind die Wege kürzer und ich möchte und ich genieße mit Menschen eine Beziehung aufzubauen. Das ist der große Unterschied. Das Produkt ist gut, es gibt auch andere Produkte, aber die Betreuung, die wir unseren Kunden anbieten, das ist einzigartig. Es ist ein ganzes Spektrum und ich habe mich bewusst nicht auf eine Branche konzentriert. Ich habe das Glück, dass wir hier in diesem Land die Möglichkeit haben, mehr oder weniger, dass wir uns unsere Kunden aussuchen können. Das ist auch ein Teil von Kundenbeziehungsmanagement. Ich kann nicht mit allen Branchen zusammenarbeiten, aus verschiedenen Gründen, weil da muss man sich konzentrieren, auch eine bestimmte Branche spezialisieren. Aber wo ich großen Spaß dabei habe, ist, andere Menschen kennenzulernen, neue Menschen kennenzulernen, von diesen Menschen zu lernen. Und das ist dadurch möglich, dass ich branchenunabhängig arbeite. Und Kundenbeziehungsmanagement braucht man ja in jeder Firma. Andere Menschen mit Ideen, die neu sind, ein bisschen verrückt, diese Querdenker. Gerade in unserer Branche, das ist alles viel zu geradeaus, wenn da neue Ideen kommen. Und als Südamerikaner bin ich ja sehr spontan, wo ich sagen kann, lass uns das mal versuchen. Ich habe auch das Glück, dass ich mit einem sehr strukturierten Partner zusammenarbeite, der Herr Dirk Müller, wo er mir ab und zu mal sagt, jetzt komm mal zurück zum Boden, denn das und das muss ja auch stimmen. Es ist ganz wichtig, dass die Arbeit Spaß macht, aber das ist vielleicht zu riskant. Insofern kann ich dann die Mitte finden. Aber das ist ganz wichtig. Also ich brauche Menschen, die andere Ideen haben, andere Erfahrungen und das ist, was ich suche. Die Technologie ist vorhanden, die kann man schnell lernen, wenn man es will, aber die Ideen umzusetzen, Ideen kann man nicht so schnell abrufen. Und das ist, was ich suche, was ich brauche und wo ich auch das Glück habe, mit bestimmten Partnern zusammenzuarbeiten, die diese Ideen bringen. Und ab und zu sind wir verrückt genug, um das zu versuchen. Von 10 Ideen, 7 waren eine Niete, aber die 3, die gut geworden sind, die haben das ausgeglichen. Das ist eine Leidenschaft. Das hat wahrscheinlich auch damit zu tun mit meiner Erziehung, mit meiner
Schule. Ich hatte eine ganz tolle Schule besucht, Am Ernst. Und da haben wir dieses Netzwerken schon gelernt als Kinder. Wenn ich davon erzähle, was wir in der Schule alles mal gemacht haben, viele deutsche Kollegen fragen, wann habt ihr denn eigentlich was Richtiges gelernt? Und ich sage, das war das Richtige. Dass wir auch Mathematik, Geografie und die anderen Fächer gelernt haben, es ist der Beweis, weil ich hier in Deutschland studiert habe und einen Doktortitel in der Physik habe, also die Grundlagen waren nicht schlecht. Aber die anderen Facetten des Lebens, menschliche Beziehungen aufzubauen, andere Leute kennenzulernen, offen zu sein für andere Ideen, das ist das Wichtigste und das genieße ich in diesen Netzwerkmöglichkeiten, die wir in Hamburg haben und da investiere ich sehr viel Zeit. Von meiner Arbeitszeit würde ich schätzen, das sind 60 bis 70% meiner Zeit investiere ich in Netzwerken. Ich habe nicht die Vision, dass wir in 5 Jahren 10-mal mehr Umsatz haben werden oder dass ich dann eine Firma habe mit Hunderten von Mitarbeitern, das nicht. Also meine Vision ist, dass ich weiterhin die Möglichkeit habe, genug Informationen von außen zu holen, um diese Ideen in Software abzubilden, zum größten Teil, was geht, so dass ich das so teilen kann. Und die Vision ist, dass ich weiterhin mit anderen Menschen, mit anderen Branchen Kontakt habe, um diese Ideen zu verwirklichen. Die Technologie, die wir heute haben, die macht es möglich, das schnell, einfach und heutzutage für jede Firmengröße erreichbar zu machen. Früher konnten sich nur große Firmen EDV leisten, das war fast ein Luxus. Heutzutage, jedes kleine Unternehmen kann sich diese Technologie leisten und das ist meine Vision, diese Technologie für alle zugänglich zu machen. Das Unternehmen bietet seinen Kunden sein umfangreiches Wissen in den Bereichen IBM, Informix, Linux, Unix, MS Windows und Java an und betreut, sofern gewünscht, die IT-Projekte des Kunden von der Spezifikation bis zur Abnahme.